Hat besser geklappt, als ich mir gedacht habe. Wunderbar, freue ich mich sehr. Ja, du wartest darauf, dass du irgendwas mal machen kannst. Warum auch nicht? Manche haben immer mal so eine kleine Lücke mit drin, aber okay, das hält sich noch im Rahmen. Da haben die Vögel auch noch was zu naschen. Ja, schade, die Textur ist eben halt nicht so schön. Dadurch, dass ich ja, wie gesagt, runterschrauben musste. Ärgert mich ja selber. Im privaten Spiel kann ich die Grafik sonst irgendwie hochschrauben, bloß bei der Aufnahme, da geht es leider nicht so ganz. Naja. Gut, solange das hier funktioniert und der hier das auch alles macht, keine freie Kapazität mehr für Silage, ist klar, weil er ja hier erstmal leergeräumt werden muss. Wir können ja mal in der Zeit eins machen. Wir können mal den Fahrer hier entlassen. Uns mal wieder hier um unser Stückchen kümmern, was da immer mal liegen bleibt. Oh, ja, dafür müsste man vielleicht auch mal die Gabel schön runter machen, die Schaufel schön runter machen. Rasiliergabel heißt das ganze Gerät ja, glaube ich. So, einmal aufgenommen. So, und da kann er hier den Haufen. Wir können ja mal gucken, ob wir 672.000 sind noch hier drinnen. Super. Also da kommt noch einiges dabei rum hier an der Stelle. Das finde ich schon mal gut. Mich interessiert gerade was anderes. Wie gesagt, ich möchte ja ganz gerne mit euch von jedem Traktorhersteller hier so die letztmögliche Traktorart oder die größtmögliche Traktorart besitzen. Ja, das wäre bei Lindner, ist es ja leider der einzige, den sie haben. Der hatte aber leider keinen Aufstiegmöglichkeit mehr gehabt. Ja, okay, gut. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz in Erfahrung bringen. Der hat 102 PS. Ist richtig, ne? So, und hier brauchen wir wie viel? 70. Würde ja auch noch passen. Super. Könnte man sich überlegen, das so zu lösen. Ach, sag bloß, er ist endlich mal voll. Das wäre jetzt quasi die erste Lieferung an Sojabohnen. Dann können wir gleich mal gucken, ob wir den Kurs hier richtig eingefahren haben. Da bin ich ja mal jetzt gespannt. Also Sojabohnen, wie gesagt, machen einen guten Verkaufspreis. Das Problem ist, du brauchst wirklich, da musst du einiges mal an Feldern schon abgeerntet haben, damit sich das überhaupt lohnt. Ja, wir haben jetzt hier 21.000 Liter in unserem Agroliner-Hänger drinne. Und dafür brauchten wir jetzt anderthalb Felder. Ja. Es ist jetzt nicht so, wo ich sage, yippie, freue ich mich sehr, aber ja, den Bauern geht es halt nicht anders. Wir uns gerade. Also wenn wir hier drei Hänger aus allen noch drei Feldern, die jetzt kommen, rauskriegen, wäre ich glücklich. Muss ich euch so sagen, wie es ist. Stimmt mich ein bisschen traurig, aber was willst du machen? Kannst du gar nichts machen, hängst du nicht drinne. So, also das hat zumindest bis hierhin schon mal geklappt. Ach, apropos, sehe ich gerade, wir möchten auch mal wieder Eier ernten. Da hatte ich beim Rendern gesehen, oder hat man da mal beim Rendern die eine Folge gehabt. Wir haben Eier im Stall, 22, im Rucksack haben wir auch 22. Heißt also, wir möchten einfach mal hier wieder durchlaufen. Mal ein paar Eier hier einsammeln. Und die mal irgendwann beim Eierhändler verkaufen. Wie gesagt, das ist ein kleines süßes
Feature hier mit den Eiern. Preislich finde ich es ein bisschen übertrieben. Das ein Ei. Sonst was für eine Kapazität. Oder sonst was für finanzielle Kapazität, die er eben halt überreicht. Finde ich ein bisschen übertrieben. Aber man weiß ja nicht, am Ende zählt ein Ei für, was weiß ich, 20. Kann ja auch sein. Man weiß es nicht, man munkelt. So, drei sollen noch im Stall herumliegen. Gucken wir mal, ob wir die drei zufälligerweise finden. Ich gehe mal davon aus, dass die hier irgendwo relativ nah am Zaun liegen. Guck mal, hier haben wir noch eins gehabt. Eins haben wir anscheinend gerade eingesammelt. Was wir nicht gesehen haben, die haben wir gerade noch eins gefunden. Somit haben wir jetzt 0. Wunderbar. So, hier haben wir jetzt den New Holland, der also jetzt an den Endpunkt ranfährt. Wie wir den Kurs ja auch eingefahren haben. Und er bleibt da jetzt hier stehen, wartet, bis natürlich der Dominator das Zeichen gibt, bitte tank mich ab. Er ist jetzt auf dem Weg zur letzten Runde, wie es aussieht. Da haben wir schon mal ein Feld eingesät. Ja, kann man ja so sagen. Während die beiden, die kümmern sich, er ist jetzt auch fertig. Da können wir auch ihn jetzt in dem Fall entlassen und schon den nächsten Kurs in Auftrag geben. Was ja in dem Fall dann das Feld Nummer 14 wäre. Moment. Nummer 14 wäre. Und wir müssen ja dann von Nordosten nach Westen. Nein, Moment, hier. Nach Westen, jawohl. Und dann setzen wir unseren Case schon mal um. Dann kann er hier auch schon jetzt anfangen zu grubbern. Er kümmert sich ja selbstständig. Und hier unseren Johnny. Den werden wir jetzt gleich auf das Feld Nummer 7 umsetzen. Wo er dann auch anfangen kann, die Sonnenblumen mal auszusehen. Wir schauen nochmal rein. Ja, Sonnenblumen haben immer noch einen sehr starken Wachstum. Ich denke mal, bei Sonnenblumen wird es auch so sein. Von der Dichte her, wie bei den Sojabohnen, da wird nicht viel bei rum großartig kommen. Kommt drauf an, wie viel wir da jetzt rausschlagen. Gut, er hat es also geschafft, er klappt hier automatisch zu. Wir können hier schon mal reingehen, den Abfahrer entlassen, den Kurs schon mal löschen. Und dann fahren wir mit unserem Minion namens Johnny. Ja, Minion und dann Johnny, verstehst du? Haha, fahren wir dann schon mal hier Richtung unseres Feldes Nummer 7. Ich werde jetzt mal nicht durch die Scheune durchfahren, sondern hinten auf der Straße. Blinker setzen, so soll es sein. Autos, kommen keine. Und dann gehen wir in die Innenansicht. Blinker aus, Vollgas und auf zu den neuen Gefilden, auf den Acker. So soll es sein, so macht das Spaß. So, Blinker können wir schon mal auf die rechte Seite setzen. Vom Gas ein bisschen runtergehen. Und dann einen etwas größeren Bogen nehmen, damit wir mit der Seemaschine hinten ja an der Laterne hängen bleiben. Das gibt nur unnötige Lackkratzer rein, das muss auch nicht sein. Und sobald wir den Berg überwunden haben, können wir hier Feld Nummer 7 auch schon eingeben. So, wir werden dann auch hier wieder im Südwesten starten. Wir wollen aber nicht nach Norden, sondern nach Osten fahren. Ich setze schon mal einen Blinker, wunderbar. So, und dann richten wir uns jetzt unsere Maschine noch so aus, dass wir am ersten Punkt starten können. Das wäre also jetzt der hier oben. So, Abfahrer einstellen. Ja, Moment, das gefällt mir nicht ganz so. Ich mag das nicht, wenn die so schräg anfahren. Ja gut, wenn sie das jetzt unbedingt so machen möchte, ist aber ein bisschen blödsinnig. Ja. So gefällt mir das schon besser. Da brauchen wir keine Angst haben, dass die ja sonstiges für Schlenker mit reinbauen. Schlussendlich ist es auch uninteressant, weil es ja dann auch wieder nur zwei, drei
Punkte wären, die uns da fehlen, aber ja, okay, komm. Geiz ist geil. Gut, also das funktioniert hier zumindest. Er ist auch noch fleißig dabei. Er ist auch dabei. Wunderbar. Also hier funktioniert gerade alles schön selbstständig. Wir bleiben mal bei ihm jetzt hier. Da dürfte es keine Probleme geben mit den Wänden. Zumindest scheint es jetzt nicht so auszusehen. Können wir mal gucken, was das hier eigentlich ist. Das ist doch auch irgendein Abladestützpunkt hier, oder? Sehen wir auf der Karte, was wir hier haben? Nee, ne? Nichts. Haben wir hier auf der Karte irgendwas, was uns sagen könnte, dass das hier irgendwas Wichtiges war? Nee, ne? Nö. Also hier sollte wahrscheinlich mal irgendwie auch noch eine Verkaufsstelle errichtet werden, weil es ja hier auch was gibt. Hier fährt zumindest ein Zug lang. Oder kann es sein, dass wir eventuell hier an der Stelle auch den Zug beladen können? Das sieht nämlich eher danach aus, dass man auch hier sein Gedöns in den Speicher geben kann. Manuell abbunkern könnte zum Beispiel, wenn man es nicht mehr haben möchte. Oder hier mit dem Zug rausholen kann. So sieht das auch gerade aus. Also die Möglichkeit besteht, dass ich da... Dass das vielleicht das hier sein, dass das auch sowas sein könnte, so für den Bahnhof so ein Teil zum Abspeichern. So, können wir eigentlich Leitern hochgehen? Ja, nicht wirklich. Naja. Es gibt ja zwei Züge hier auf der Map. Der eine, der fährt ja hier lang und bedient dadurch also diese Mappelfilt. Farm und der andere fährt eben halt hier hinten lang. Deswegen wäre das zumindest schon mal realistisch, dass man alles, was hier oben an Ernte ist, natürlich hier hinfahren kann, abladen. Dann auf den Zug. Der Zug wiederum fährt das dann zum Bahnhof, den ich nenne das jetzt einfach mal hier Bahnhof zum Kreuzpunkt. Und hier könnte man es in den anderen Zug umsetzen, um das dann da drüben wieder abzuladen. Wäre zumindest eine Möglichkeit, oder zumindest eine sehr schnelle Möglichkeit, dieses zu tätigen. Wäre wahrscheinlich auch die sinnvollste, wobei ich euch sagen muss, wie es ist, wenn ich jetzt hier mit meinen Traktoren das Feld 5 zum Beispiel abernte, dann würde ich wahrscheinlich nicht erst bis zum Bahnhof fahren, ich würde wahrscheinlich mit LKWs trotz alledem dann meinen Kurs wählen, wie er hier zu fahren hat. Schauen wir mal, je nachdem, wie ihr es seht, können wir das ja mal machen. Schreibt es mir einfach in der Hinsicht dann mal in die Kommentare mit rein, wie ihr es gerne haben möchtet, dass wir das hier Richtung, in die Richtung, mit Zugarbeiten machen oder eben halt nur mit beschränkter Zugarbeit machen. So. Der Dominator ist wieder fertig. Wir setzen also jetzt erstmal den Drescher um hier auf das Feld Nummer 15. Hier. Dann wollen wir im... Was ist das jetzt hier? Das ist jetzt auch der Nordwesten wieder. Moment hier. Und wir wollen nach Süden fahren. Maschine starten wir schon mal. Um irgendwas uns da zu verhauen. Und dann geht das auch schon wieder hier schön weiter mit dem Abernten. So, er ist noch dabei. Er ist noch dabei. Er ist noch dabei. Super, da zoomen wir uns mal ein schönes Bild aus. Zum Beispiel dieses hier. Weil da machen wir mal eine ganz kurze Pause, weil ich muss mal auf die... Ja, weil wie man es eben da halt so, ne? Also wir machen jetzt mal eine ganz kurze Pause. In der Hinsicht für die Leute auf YouTube sehen wir dann hier uns gleich nach dem Schnitt wieder. So, da sind wir wieder nach der kurzen Pause, nach der kurzen, naja, sagen wir mal Erleichterung für mich. Er hat ja jetzt schon hier vieles gemacht und der Liebherr steckt irgendwie fest. Mal gucken, was hat er denn? Ja, so richtig logisch, was er hat, wissen wir nicht. Ja, kommt irgendwie in die Rückwärts. Ach, der Haufen wird wahrscheinlich viel zu groß mittlerweile sein, das könnte ich mir vorstellen. So, dann tun wir mal manuell hier abladen.
Na, ohne dass wir das Zeug verlieren. Ja, fahren wir mal ran hier. Dann einmal auskippen. Ja, wunderbar. Wir kriegen auch alles rein. Kriegen zwar leider nur noch fast 6000 raus. Was ich ein bisschen sehr schade finde. Aber okay, es ist realistisch, dass wenn die Nachfrage natürlich nicht mehr so hoch ist, dass es natürlich dann auch, naja, weniger Geld dafür gibt. Ja, möchte man ja auch so sagen. Okay. So, ich denke mal, ab hier kann man jetzt wieder einstellen. Und dann macht er sein Ding jetzt wieder weiter. Hat er noch einiges vor sich. So, wie sieht's hier aus? Wie gesagt, er fährt jetzt noch eine Runde. Er hat hier auch nur noch ein Drittel, ein bisschen weniger als ein Drittel. Und er hat auch schon über die Hälfte hier gekrubbert. Super. Das gefällt mir, da freue ich mich sehr drüber. Na, so wird das aber nicht. Gut, dann kommen wir mit ihm dann direkt dann als nächstes auf das Feld Nummer 12 fahren. Und dieses ja auch schon einsehen, kann man ja eigentlich so sagen, wie es ist. Ja. Was machen denn die Preise? Kann das sein, dass wir vielleicht doch was anderes als nächstes noch mit dazu nehmen? Aber nein, die sind sehr. Ja, wirklich, Sonnenblumen hat mittlerweile den stabilsten Preis derzeit oder aktuell den stabilsten Preise. Ich denke mal, da wird man dabei bleiben. Das wäre sonst vielleicht auch eine dumme Aktion. Ja, Angebot und Nachfrage, ganz wichtig, dass man sowas immer im Hinterkopf behält. Und wir können natürlich uns dann auch gleich die Maschine schnappen und von hier auch den Kurs schon mal einfahren für das Feld Nummer 7, um dieses Jahr diesbezüglich auf unseren Hof zu fahren. Ich überlege bloß, ob wir rechts rum oder links rum fahren. Ich könnte mir vorstellen, rechts rum ist es vielleicht ein wenig sinnvoller. Super. Gut, er hat seine Aufgabe jetzt somit auch beendet. Da kann man schon mal entlassen, den Fahrer. Und hier noch warten, bis er sich ausgerödelt hat. So möchte man es ja fast nennen. So, ich fahre jetzt mal hier hinten über die Wiese lang. Und gebe ihm den Kursstartbefehl hier an der Stelle. So, und jetzt steht der Dominator gerade im Verkehr fest. Ja gut, dann ist es gerade mal so. Können wir jetzt auch nicht ändern. Ja, der war blöde, der war richtig schön dämlich gewesen. Schön, können wir quasi gleich nochmal neu fahren. Ach Mensch. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie ich mich jetzt hier wieder befreien tue daraus. Na komm. Ja, nicht ganz. Ja, auch nicht. Nein, nicht ganz. So, mal ein bisschen schräger noch. Ja, wunderbar, mal geschafft. So, kurz zurücksetzen. Dann gucken wir mal, was der Dominator für Problemchen wieder vortäuscht zu haben. Können wir fast nur vorstellen, dass der New Holland wieder mal blöde dasteht. So ist es auch. So. Problem gelöst. Und dann machen wir hier nochmal Kursaufzeichnung. Starten. Dann fahren wir mal den Feldweg entlang, gucken rechts, links, da ist nichts. Dann können wir den diesbezüglichen Tempomaten einschalten. Dann fahren wir hier mal ein kleines bisschen mehr in der Mitte entlang. Und dann den Kurs ab.
So, und jetzt hat sich gerade mein Telefon gemeldet, was mir gesagt hat, dass die Folge von gestern, also mit dem Titel Unser erster Drescher, der Klasse Dominator, gerade online gegangen ist. Daran seht ihr, dass die Folge, die ihr jetzt gerade seht, das müsste, wenn ich jetzt mal ganz kurz, ja, wenn ich mal ein bisschen mehr nachdenken würde, als zu reden. Schön. So, zwei löschen. So, Pause beenden. Wunderbar. Dass die Folge, die jetzt rauskommt, das müsste jetzt, glaube ich, die Folge... Also theoretisch, wenn ich jetzt bei OBS mal schaue, wir sind jetzt bei einer Stunde 17 Minuten... Müsste das jetzt die Folge sein, die am Mittwoch oder Donnerstag rauskommt? Ja, da wisst ihr mal, dass ich das hier versuche, immer sehr aktuell zu halten, um eventuell auch auf Kommentare einzugehen. Wobei da derzeit nicht wirklich viel Erwähnenswertes dabei ist von den Kommentaren her. Ja, sehr, sehr viel andere YouTuber, die sich das Video gerade mal, naja, sagen wir mal, so lange angeschaut haben, wie sie unten den Text geschrieben haben. Das ist ja das Schöne, man kann ja an den Analytics gut erkennen, wie lange welche Videos so geschaut werden in der Hinsicht. Ja. Okay, das ist dann halt so und ja, gut, damit lebt man dann oder lebt man halt auch nicht. Ja. So, der Dominator hat diesbezüglich den Kurs fertig gefahren und seine Arbeit quasi damit auch beendet. Dann können wir ihn dann direkt dann auf das Feld 19 noch umsiedeln, wo ja auch noch Arbeit zu tätigen ist. Hier liegen noch unsere Holzstämme, die mal irgendwann mal entfernen müssen. So, ab der Stelle hauen wir den Tempomaten wieder rein, weil hier ja öffentliche Straße ist und hier auch Verkehr fließt. Verkehr zu Tage ist. Keine Ahnung, wie wir das jetzt nennen wollen. Also das ist was ich mir aus der 13 halt mitgenommen habe. Kursplay dann lieber hier bei 30 Kilometer die Stunde fahren lassen. Um unnötige Unfälle mit den NPC-Autos halt zu vermeiden. So, hier haben wir gerade mal ein bisschen sinnlos beschleunigt, aber okay, das gehört dazu. So, hier versuchen wir auch wieder etwas mittiger zu nehmen, dass wir näher an der Schranke hängen bleiben. Und dann fahren wir hier rechts auf den Feldweg wieder drauf. Und parken unser Gespann dann einfach jetzt hier an der Stelle. Wird zwar sicherlich zu Problemen kommen, wenn der Drescher jetzt zum Beispiel drehen wird, aber da müssen wir eben halt manuell mal arbeiten. Okay, so, dann nennen wir das jetzt also Abfahrer 7. Wunderbar, haben wir das auch gemacht. Und bevor wir dann jetzt unseren Johnny auf das Feld Nummer 11 nochmal zurückführen,